Guten Tag, meine lieben Leute. Hier seid ihr wieder beim Gusor und es gibt eine neue Folge Clash of Clans. Ich möchte jetzt nochmal kurz für die Leute, die natürlich den Queen Walk so mega feiern, natürlich auch nochmal einen Queen Walk raushauen. Und dann möchte ich aber auch gerne nochmal einen Burgencheck machen. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Da habe ich Bock drauf. Ihr habt euch megamäßig angemeldet, wenn man dazu sagen kann. Und dann sollt ihr das natürlich auch kriegen. Logisch. Es wird wieder ganz normal random halt rausgepickt. Und dann sollte das passen. Ansonsten werde ich... Ich hatte gestern, also heute habe ich ja Donnerstag. Ich hatte gestern... Oh. Ich würde mal sagen, nehmen wir, wa? Ich hatte gestern auf jeden Fall den CW am Start. Und dachte mir, Alter, da muss irgendwas anderes noch passieren. Irgendwie... Und kann ich euch gleich weiter erzählen hier? Wenn ich das hier jetzt nicht verkacke, aber ich denke mal, das sollte alles passen. Und zwar geht es darum, ich dachte, oh, welche Taktik könnte man jetzt nehmen, die jetzt eventuell noch besser ist? Klar, also welche Möglichkeiten kann man machen? Welche Sachen kann man so aufbauen? Von Strategien her und dann dachte ich mir, man könnte jetzt natürlich sagen, gut, okay, jetzt suchen wir uns irgendwie was, ich sage jetzt mal zum Beispiel nur Schweine und dann macht man da irgendwie eine Rathaus. Ja, schön, wieso ist meine Queen down? Ich habe nicht ganz aufgepasst. Tut mir leid. Es tut mir einfach fucking leid. So, egal, jetzt spammen wir hier mal rein. Ich hoffe mal, dass wir da mit dem King auch noch ein bisschen was gerissen kriegen. Und hier hauen wir nochmal drei Heilerchen rein. Und zwar folgende Sache. Geht darum, dass wenn ich ja jetzt eh bald Max 9 bin, gehe ich ja eh höher. So, wenn ich dann natürlich mir eine Strategie ausgesucht habe, um die ganzen Rathaus 9er zu killen, bringt mir das auch nicht wirklich viel, weil ich dann eh wieder umsteigen muss, weil reicht mir ja nicht mehr. Und dann muss natürlich mehr her, klar. So, jetzt wäre es natürlich geil, wenn die Heiler auch noch... Boah, was macht der King da, Alter? Verstehe ich nicht. Da habe ich gerade irgendwie eine Sperre. Würde Guido, Maria, Kretschmer... Ja, genau. Ich meine, who cares, weißt du? Ich meine, dann geh doch lieber mal schön auf den King. Du musst ja auch nicht die Bogenschützen-Mädels da heilen. Schade. Dummes Ding, auf jeden Fall. Also jetzt gucken wir mal, ob das hier jetzt noch was bringt hier. Ich hau hier jetzt einfach einen Rage rein hier. Los geht das. Zack. Und jetzt macht hinne. Auf jeden Fall ist die Sache halt die, dass ich da sitze und sage, naja, bringt das jetzt was, wenn ich jetzt sage, gut, okay, Town Hall 9 Strategien, sondern ich würde wirklich halt sagen, gut, okay, ich gehe jetzt schon, auch wenn ich erst in Anführungsstrichen Town Hall 9 bin, schon auf dem Two-Star im Town Hall 10 Bereich, dass ich dann halt später nicht da sitze und mich dann wieder umdenken muss, sage ich mal. Ich denke, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt und ein Two-Star sollte ja mit den Helden auf jeden Fall drin sein. Und dann muss ich halt eben gucken, wie das läuft, ganz klar. So, jetzt hauen wir hier nochmal einen Rage rein, weil sonst sieht das hier so ein bisschen unschön aus. Ich meine, ist ja schon mal schön, dass der King schon mal in die Mitte gekommen ist. Aber, naja, hätte auf jeden Fall besser laufen müssen. Ich meine, überlegt mal, 12 Heiler geht ja gar nicht. Und, nun mach bitte noch das Rathaus platt. Das sollte noch klappen. Du 10er King. Jupp. Wenigstens das noch, naja. Also, das war nun gar nichts. Das war... Ja. So viel dazu. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich den Butterbomb rausgesucht. Und zwar schrieb er, Servus Kusur, ich bin nach meinem Start mit COC über Lichtle auf deinen Kanal gestoßen und seitdem hier hängen geblieben. Coole Sache auf jeden Fall. Ihr zwei seid meine absoluten Favoriten. Top-Videos, spannend, lustig, einfach klasse. Punkt. Ich finde es auch toll, dass du COC treu bleibst und nicht auf den CR zuspringst. Ja, wie gesagt, die Sache ist auch einfach die, dafür bin ich auch im CR-Bereich halt wirklich auch einfach zu schlecht. Aber, also ich merke das immer wieder, dass ich halt wirklich über einen Tag dann wirklich eine Runde CR spiele und dann COC lieber eher so am Abend. Und das ist auch gut so, das ist auch gar kein Thema. Aber wie gesagt, dass ich jetzt sagen würde, oh komm hier, ich muss jetzt Hälfte bringen oder sowas. Nein, also wie gesagt, weiterhin Fokus auf COC.
So, und zwar, deine Videos haben einen richtig guten Style, sind einfach authentisch, ehrlich und wirken nicht künstlich und gezwungen. Oder gezwungen. Ja, wie gesagt, ich mache mir das so einfach wie möglich, weil, wie gesagt, man kann das über eine gewisse Zeit lang garantiert auch so mit dieser schönen Fassade und wie auch immer, kann man das garantiert auch durchziehen. Aber warum denn? Ich meine, wenn ich einfach sage, hey, yo, so sieht's aus. Guck mal, bestes Beispiel. In dem einen Video, wo ich da richtig, ja, ich sag mal, schlechte Kommentare dazu bekommen habe, wo es ums Essen ging halt, wo ich da wirklich am Rumfressen war, habe ich halt gemerkt, gut, okay, ey, hier passt nicht, war nicht so angebracht und fertig. Dann kann man nur einfach sagen, gut, okay, ey, hier, so sieht's aus und fertig ist, ganz easy. So, auch in die neuen Wochen-Previews finde ich spitze. Hab schon zweimal bei Koro bestellt. Weiter so. Läuft auf jeden Fall. Läuft. Vielleicht könntest du auch mal wieder eine Runde GTA raushauen. Ja, sehr gerne. Und das, wie gesagt, die Zeit. Das sind ja immer nur diese zwei Tage. Das ist jetzt doof. Natürlich würde ich mich auch sehr über einen Bogencheck von dir freuen. Und dann kommt er mit dem Clan Basis Power und dem Hashtag. Sehr, sehr gut, dass der Hashtag mit drin ist. Und dann gucken wir uns das mal an, was der Mario hier so zu bieten hat. Gucken wir mal rein. Wir haben eine schöne Rathaus 7er Base. Und das ist gar nicht so verkehrt. Also wenn wir jetzt erstmal so raufgucken. Wir sehen Armeelager maxed. Wir sehen grundsätzlich, der King ist schon auf 5. Somit eben auch maxed. Kanonen sind gemaxed. Die haben wir hier schön. Nee, die hier ist noch nicht. Die ist auf 7. Die ist noch auf 7. Da habe ich ja schon wieder ein bisschen Mund zu voll genommen. Also die Kanonen noch hoch. Ansonsten ist das eben sehr geil, dass du halt den King wirklich schon auf 5 hast, dass du da wirklich sagen kannst, gut, okay, komm, ey, der frisst kein Brot mehr, komm, den schicke ich einfach auch nochmal in den Krieg rein und dann passt das. Das ist eine richtig, richtig geile Nummer, die dir am Anfang jetzt auch richtig gut was bringen sollte. Ja, ansonsten Minenwerfer 5 auch soweit komplett im maximalen Bereich, also das sieht richtig, richtig nice aus. Und gucken wir uns nochmal kurz deine Truppen an. Na, den Heiler hättest du halt, den könntest du halt noch hoch machen. Besonders in Verbindung, wenn du jetzt sagst, gut, okay, du willst den King noch heilen. Aber ansonsten ist das eine ganz nette Sache, würde ich sagen. Ja, und dann die dunklen Truppen, klar, Schweinereiter und Lucky, machst noch eine hoch und dann passt das. Ansonsten sieht das richtig, richtig gut aus. Wie gesagt, Mauern auch schon richtig sweet auf 7. Das ist immer sehr, sehr easy zu merken. Level 7er Rathaus, Level 7er Mauern, einwandfrei, was du nur mehr. Das passt hier. Ansonsten Aufbau. Hier ist es natürlich schön. Hier haben wir Splash Damage und hier haben wir aber Einzelschaden. So, super gut gemacht, finde ich richtig cool. King, das passt. Hier ist auch schön verteilt hier die Luftabwehren. Hier, das passt alles gut. Jetzt steht natürlich die Ecke hier so ein bisschen mau da. Du musst gucken, weil, schau mal, du hast, ich sag mal, hier zum Beispiel, bestes Beispiel, du hast den Bogenturm, der macht grundsätzlich natürlich eben auch Schaden im Luftbereich. So, jetzt hast du hier auch den Bogenturm, klar, aber dann ist hier natürlich ein bisschen weniger Absicherung im Luftbereich, weil das ist hier so das Einzige, was wirklich drauf geht. Dann sogar noch gerade die Luftabwehr im Bau. Das heißt, das Einzige, was dich hier oben sozusagen in dem gesamten Bereich hält, sind halt die beiden Bogentürme. Und das ist ein bisschen mau. Dann lieber sagen, gut, okay, komm, passt auf, die Luftabwehr, sage ich jetzt mal, wo würde es am besten passen? Also ich würde jetzt einfach nur sagen, tauschen, ganz klar. Ja, komm, dann würde ich sagen, Luftabwehr im Bau dahin gepackt, dann die andere Luftabwehr dahin gepackt. Dann sieht das meiner Meinung nach besser aus. Und der Luftfeger boostet halt direkt in die Base rein. Würde ich nicht machen. Würde ich wirklich nicht machen. Zumal man ihn ja hier von der Seite relativ einfach. Wie gesagt, wir reden von einer Level 7 Base. Da kann man natürlich nicht so viel. Da gibt es nicht unendlich viele Mauern. Ganz klar. Aber ansonsten würde ich den immer rauspusten lassen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel jetzt. Wenn der zum Beispiel beim Magierturm stehen würde, dann genau um 180 Grad gedreht. Und dann passt das Ding. Ansonsten läuft das bei dir. Gucken wir mal. Wie gesagt, mit dem Spenden muss ich reinschauen. Ja, da ist noch nichts passiert. Da darfst du auf jeden Fall mal richtig schön Gas geben. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe, glaube ich, mit meinem Account selber, ich gehe jetzt mal zurück, ich habe in meinem Account auch noch nicht viel gespendet. Guckt mal.
Ich habe auch erst 8000, da muss man sich auch schämen, kann man fast sagen. Aber dafür habe ich ja mit dem anderen ein bisschen die Sau rausgelassen, also das passte ja. So, jetzt würde ich gerne nochmal jemanden checken. Und zwar in Kemal 2001. Er schrieb mir rein, Rathaus 9, würde ich auch sagen, bei 108 ganz klar. Rathaus 9, da fallen mir natürlich die Helden auf. Die 15er Queen, vollkommen in Ordnung. Der 12er King, ein bisschen low. Aber nicht schlimm, alles gut, alles gar kein Thema. Und gucken wir mal so rein. Also soweit sehen wir hier eine komplette Maxed Base. Komplett. Nein, stopp. Ja, bei den Vierer Luftfegern, da kannst du auf jeden Fall noch einen raufsetzen. Und, wie gesagt, die pusten mir auch wieder so ein bisschen weit rein. Wenn du damit aber gute Erfahrungen gemacht hast, habe ich nichts gesagt. So, ansonsten die Magiertürme. Also ich würde mal sagen, wenn es eine selbstgebastelte Base ist, gut. Ansonsten eine, ich würde jetzt sagen, eine Standard-Base aus dem Netz. So, was mir nicht gefällt, ist... Du hältst dich auch ohne Probleme anderweitig da oben. Guck mal, ganz genau, du warst schon auf 3200 Pokale. Also, ist es für dich nicht schwer, dich da zu halten? Klar, jetzt kannst du natürlich sagen, gut, okay, hier, ich habe eh kein Gold. Vollkommen richtig, dann kann man die natürlich so rausstellen, wenn du das immer wieder machst. Bloß, gesetzt den Fall, du vergisst das und... Dann ist natürlich auch doof, weil vergiss das bitte nicht, du musst ja logischerweise die restlichen Mauern halt auch noch machen. Ich gehe nämlich davon aus, dass du dir gesagt hast, gut, okay, komm hier, das Dunkle haben wir jetzt schön in der Mitte und da kommt keiner ran. Ist schon mal ein kompletter Trugschluss, mach das, diesen einen Tipp kann ich dir wirklich geben. Also wirklich, wenn jetzt jeder auch flamed und wie auch immer, aber ganz ehrlich, dunkles Beschützen ist nicht so schwer, auch vorm Queen Walk beschützen ist nicht das Thema, aber das, was du hier machst, ist Pillepalle, muss ich mal so sagen, weil das ist kein Schutz. Also klar, du wirst jetzt höchstwahrscheinlich hier deine Teslas drin haben, was ich dir sogar noch als Fehler unterstelle, weil, wisst ihr, also ich will nicht mit dir zu sehr ins Gericht gehen, keine Sorge, also ist ja nur ein Tipp von mir. Die Sache ist halt der greift dich an mit Loons. Kennen wir alle das Problem, Loons gehen auf Death. Dann ist natürlich dein Dunkles sicher. Am Arsch, Junge, am Arsch. Weil dann ploppen die Teslas auf. Wenn ich natürlich falsch liege und du hast hier keine Teslas drin, aber ich gehe davon aus, dass du die hier drin versteckt hast, dann hast du einfach mal dieses Problem, dass die Loons schön auf die Teslas gehen und dann ist dein Dunkles einfach mal weg. Ganz, ganz wichtig. Von daher, bau das noch größer. Also sprich, so wie du das hier gemacht hast, gefällt mir das gut. Mach das aber bitte auch an der Seite und auch an der Seite. Wenn du halt sagst, Hardcore-mäßig, ich möchte mein Dunkles um jeden Preis ja, behalten. Was ja vollkommen in Ordnung ist, weil du hast ja noch an Helden ordentlich was zu tun. Gar kein Ding. Auf jeden Fall, finde ich richtig gut. Aber dann eventuell umdenken, dass du halt wirklich sagst, noch mehr Freiraum und meine Dev-Gebäude nicht direkt daneben. Dann nimmst du halt nochmal eine kleine Mauer, wie du es jetzt hier gemacht hast. Da ist die Mauer jetzt Banane, weil da hat die jetzt nicht wirklich einen Sinn. Aber ich glaube, jeder weiß, wie ich es meine. Wenn man jetzt zu weit auseinander geht und dann halt wirklich nur das Dunkle innen drin hat, klar, könnte man ja dann innen drin wieder Truppen setzen. Logisch, das soll natürlich nicht passieren. Dafür nimmst du dir dann die eine oder andere Mauer mit. So meine ich das und so wird das was. Oder zum Beispiel die Bauhütte rausgeballert. Wenn du sagst, gut, okay, ich will auf meine Mauern nicht verzichten, kann ich auch verstehen. Dann hast du hier eine Bauhütte, dann hast du da eine Bauhütte, da hast du eine Bauhütte und dann läuft das bei dir. Ansonsten, wie gesagt, fürs Level vollkommen in Ordnung, richtig schön gemaxt, soweit passt. Das ist richtig geil. Und wie gesagt, mit den Mauern dann langsam eben hoch, dass du da ordentlich was reißen kannst. Ich meine, jetzt ist es noch ein Traum, ich meine ganz ehrlich, von einer 8er Mauer auf eine 9er Mauer, ja, da bist du bei einer Million. Also das ist jetzt nicht so der Knüller, aber später wird es dann ein bisschen schwieriger, aber ich sehe schon, hier hast du dir auch schon mal ein bisschen was gegönnt, auf jeden Fall läuft bei dir. Nee, also das finde ich richtig cool, die auch schon auf, ja klar, war zu vermuten, dass du die auf 3 hast
Und dann passt das. Jetzt will ich aber noch was anderes sehen. Du bist ja im Request and get the fuck off. Nicht get the fuck off, sondern get the fuck out. Dann will ich natürlich auch noch mal kurz in den Clan reingucken. What is this? Also das sieht ja noch mal ein bisschen anders aus, würde ich sagen. Also, wenn der halt wirklich so heißt, muss man natürlich gucken. Und er ist ja auch geschlossen. Das passt alles nicht so ganz. CW könnte er nicht gemacht haben. Sorry, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Läuft auf jeden Fall. Da ist einer ziemlich bosshaft. ich wollte gerade sagen, nee, CW könnte er ja nicht gemacht haben. Aber klar, geht natürlich mit mehr als 10 Leuten. Klar. Das war's hierzu. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dran. Und dann, wie gesagt, die nächsten paar Folgen, denke ich mal, werde ich immer mal wieder einen Burgencheck reindrücken. Und ich denke mal, das sollte passen soweit. Jetzt gucken wir mal. Meine Queen schläft immer noch. Es tut mir leid. Dann seht ihr den nächsten Fight im nächsten Video. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.